Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wundert euch nicht wegen meiner Stimme, ich bin etwas krank und es nervt mich, meine Nase ist zu und es ist schönes Wetter draußen und ich bin krank. Toll, Enya. Ich hasse es, wirklich. Auf jeden Fall habe ich heute für euch einen DM-Haul vorbereitet und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Da ich ein bisschen krank bin und meine Nase ja zu ist, habe ich mir Tigerbalm geholt. Das ist so eine Salbe, so eine Mentholsalbe. Riecht sehr stark. Ja, kann man sich einfach hier drauf schmieren oder auf dem Rücken. Das einzuatmen, das tut wirklich so gut. Ich weiß nicht, das befreit einfach so alles. Man muss halt aufpassen, weil Tigerbalm ist sehr, sehr stark. Es gibt natürlich auch von anderen Marken solche Mentholsalben-Cremes. Die sind dann nicht so stark, weil die auch wahrscheinlich für Kinder geeignet sind. Das ist halt etwas stärker, aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich mir von BB meine Creme geholt. Das ist die ganz normale BB-Creme in diesen Dosen. Ich wollte erst diese kleinen Dosen holen, weil die sehr praktisch sind. Aber irgendwie geht das so schnell bei mir leer, weil ich wirklich mich so oft eincreme und ich liebe diesen Geruch und es erinnert mich so an früher, weil meine Mama mich als Baby schon damit eingecremt hat und deswegen kann ich liebe diese Creme und ich bin mega zufrieden damit und yes, I love it. Jetzt habe ich so einen kleinen Geheimtipp für euch. Ich kann nicht garantieren, dass es bei jedem klappt. Bei mir klappt es auf jeden Fall. Und zwar habe ich mir von Clairasil so eine Sofort-Pickel-Fighter-Creme geholt. So sieht sie aus, in so einer kleinen Tube. Und dann, ja, so dann. Hier steht, reduziert sichtbar die Größe und Rötungen von Pickeln in nur 4 Stunden. Also klar sind die Pickel nicht in 4 Stunden weg, das ist ganz klar. Ich muss wirklich, wirklich sagen, wenn ich einen Pickel habe und mir das Zeug drauf mache, also es verbessert sich auf jeden Fall sehr schnell. Ich finde schon, dass es hilft, bin sehr zufrieden damit und kann sie euch auf jeden Fall ans Herz legen. Und ja, von Nivea Reinigungstücher, also Abschminktücher, 3 in 1 pflegende Reinigungstücher für Augen, Lippen und Gesicht. Ist für trockene und sensible Haut. Habe ich jetzt zum ersten Mal geholt. Ich habe es jetzt auch schon, wie gesagt, aufgemacht und mich damit abgeschminkt. Ich finde, die von BB sind ein bisschen besser. Ich wollte mir die auch eigentlich geholt haben, aber waren alle ausverkauft. Und da habe ich mir die einfach von Nivea geholt. Ja, also ich mag die von BB auf jeden Fall mehr. Dann habe ich mir von Ardell, keine Ahnung, wenn ich das falsch ausspreche, Entschuldigung, ja, die natürlichen Wimpern hier geholt. Und würdest du auch mal fokussieren? Ja. Also sind halt nicht ganz krass. Ich finde die Wimpern eigentlich ganz schön. Meine Lieblinge sind eigentlich die Wispies. Die finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich wollte die jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, keine Ahnung. Irgendwie mag ich es momentan sehr natürlich. Eigentlich tue ich momentan gar keine drauf. Deswegen weiß ich gar nicht, warum ich mir die jetzt geholt habe. Weiter geht's dann mit Augenbrauenstift. Ich habe mir 2 Stück geholt. Einmal von L'Oréal Paris und einmal von Maybelline. Hier stehen ja auch irgendwie die Farben drauf. Ja, einmal von Maybelline das Blond und, also hier so sieht es aus. Der Deckel ist mir schon abgefallen. Und von L'Oréal 107. Ich habe meine Brille nicht auf, deswegen. Doch, 107. Okay, ja. Also ist etwas dunkler, das ist ein bisschen heller. Das benutze ich für vorne und das für hinten. Und ich bin sehr zufrieden damit, weil die muss man nicht anspitzen, weil mich nervt das immer. Und irgendwie immer, wenn ich einen Stift anspitzen will, das geht nie gut. Es geht immer kaputt und deswegen, ja, habe ich mir jetzt einfach sowas geholt. Finde ich eigentlich ganz cool und ja. Ich bin sehr zufrieden damit. Kann ich euch ans Herz legen, Freunde. Doch, ich bin sehr zufrieden. Ich finde, ich kann mit denen auch wirklich meine Augenbrauen gut malen. Und es sieht trotzdem natürlich aus und nicht so krass. Was natürlich nicht fehlen darf, ist mein heißgeliebter Eyeliner. Oh mein Gott. Und das ist immer noch, wirklich immer noch der Perfect Slim Eyeliner. Das ist für mich absolut der beste Eyeliner, den ich jemals benutzt habe. Wirklich. Und ja, den habe ich mir natürlich wieder nachgekauft, weil der, was weiß ich, wie schnell bei mir leer geht.
Weil ich den immer benutze, außer jetzt. Also momentan habe ich so meine, ja, natürliche, ungeschminkte Phase, wo ich mich nicht so krass schminke. Deswegen benutze ich den gerade nicht so. Aber ansonsten immer. Immer, immer, immer. Und wenn dann den hier. Wovon ich auch immer schwärme und was ich mir wieder nachgekauft habe, ist von Maybelline. Apropos, der Eyeliner ist von L'Oréal Paris. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erwähnt habe. Und ja, mein Make-up von Maybelline, das Dream Cushion Make-up, habe ich ja euch auch schon gezeigt in ein paar anderen Videos. Und jetzt kann ich das gar nicht auf. Hallo? Okay, jetzt. Und ja, sieht es dann aus. Und ich finde, das ist sehr, sehr cool. Und das Ergebnis ist, wie gesagt, mega natürlich. Mega, mega, mega natürlich. Viele fragen mich immer, Enya, was benutzt du eigentlich für ein Shampoo? Und Spülung halt. Und irgendwie kann ich nie eine klare Antwort drauf geben, weil ich mich selbst immer wieder ausprobiere. Also, ich kann euch sagen, mein Favorite ist auf jeden Fall von Aussie das Shampoo und die Spülung wirklich super. Bin ich eigentlich mit zufrieden, aber irgendwie muss ich mich trotzdem immer ausprobieren. Zwar gibt es was Neues von Schwarzkopf. Das ist so in so einem chinesischen Style, Manga-mäßig, kann man so sagen. Shampoo und Spülung habe ich mir gekauft. Vom Geruch her wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber der Geruch ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker, sehr frisch und ja, ich bin sehr gespannt. Ich fand, dass die Verpackung mega süß aussah und dann dachte ich, okay, es ist neu, die Verpackung ist süß und jeder spricht gerade so drüber und dann dachte ich mir, komm, dann probierst du das mal aus, nimmst das mit. Ja, für meinen Körper habe ich mir auch was geholt. Diesmal habe ich mir Duschschaum geholt von Bilou, Cotton Candy. Mag ich eigentlich ganz gerne. Ich finde Cherry Blossom eigentlich noch geiler. Der Rest, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so meins, aber ich finde Cotton Candy ist auch richtig geil. Und deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal geholt. Und als letztes habe ich mir eine Zahnbürste geholt. Also ich habe eigentlich eine Zahnbürste, aber keine Ahnung. Ich habe die jetzt schon länger und ich wollte mal einfach wieder eine neuere Zahnbürste haben. Und ich habe halt die hier entdeckt, weil die war nicht wirklich teuer. Und ich wollte eigentlich eine elektrische Zahnbürste haben. Will aber irgendwie kein Geld dafür ausgeben. Deswegen habe ich hier, ja, die entdeckt. Das ist eine ganz normale Zahnbürste von Dr. Best. Hier ist dann so ein An- und Ausknopf und dann vibriert die Zahnbürste halt einfach. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich bin mal gespannt, ob es anders ist. Ja. Habe ich mir einfach mal eingepackt. Ich dachte mir auch für 4 Euro. Ist das okay? So, das waren die Produkte, die ich mir gekauft habe. Die Produkte verlinke ich euch natürlich wieder hier unten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, würde mich mega freuen. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier sind zwei meine anderen Videos. Könnt ihr weitergucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Samstag wieder. Und ja, dann kommen wieder Tanzvideos. Deswegen schaltet alle ein, wenn ihr das sehen wollt. Und ja, wir sehen uns Samstag wieder. Tschüss!